Amea. Hey, heute habe ich einen super tollen Gast, Helmut Krumminger. Wir kennen uns seit Ewigkeiten und wir sehen es aber trotzdem nie. Und angefangen hat es mit einem tollen Projekt von dir, Living Underwater, Klischee Noir, in den 80er Jahren. Genau, das war, ich bin 83 nach Köln gekommen und habe dann ein bisschen Zeit gebraucht, wie das so üblich ist, um hier Leute kennenzulernen. Das hat, glaube ich, dann so bis 85 gedauert, 86, ja, 85. Und dann haben wir eine Band gegründet namens Klischee Noir. Allein der Name ist ja schon sensationell. Wow, wow. Ja, und haben wir Demos aufgenommen und hatten eine Nummer namens Living Underwater und suchten noch nach einer weiblichen Stimme. Und ich weiß gar nicht, wie wir genau auf dich gekommen sind. Das weißt du auch nicht mehr, oder? Du hast einen Anruf bekommen, aber warum? Und von wem? Keine Ahnung. Ich war ja nämlich auch noch nicht lange in Köln. Ich bin ja auch um 83 in Köln gekommen. Ich weiß es nicht mehr über wem. Aber es war ein schönes Projekt. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen schönen Song, Living Underwater. Und ich habe einfach eine tolle Zeit mit euch gehabt. Und trotzdem hatte ich den Impuls, du musst singen, du bist der Frontmann. Genau. Also ich glaube, wir waren damals tatsächlich auch jetzt gar nicht wirklich auf der Suche nach einer echten weiblichen Gesangsstimme, sondern wir dachten, für die Nummer braucht man sowas. Ne? Mhm. Und ich wollte ja eigentlich nie Lead Vocalist sein. Wir haben eigentlich auch immer nach einem Sänger gesucht. Und irgendwann haben die dann gesagt, hör mal, wieso singst du nicht einfach weiter? Wir finden ja auch keinen irgendwie. Ne? Und ja, so war das. Und dann standen wir in dieser Kabine und haben Living Underwater gesungen. Tolle, tolle Nummer. Ich überlege immer noch, ob man das nicht mal irgendwie veröffentlichen sollte. Wir hatten ja einige tolle Songs damals auch. Ja, ja, schönes Projekt. Und spannend, wie das Leben dich dann eigentlich zwingt, ne, zu etwas, was du ursprünglich gar nicht willst. Ja, das stimmt. Eigentlich habe ich mich immer eher als Gitarristen gesehen, Songschreiber, aber nicht unbedingt als Sänger. Aber es wäre auch eine ganz schöne Verschwendung gewesen, wenn ich nicht gesungen hätte, weil ich finde, ich singe eigentlich ziemlich gut. Sehr gut. Also, ja, also du bist mittlerweile sehr bekannt. Du hast unheimlich viele tolle Projekte begleitet und kommst gerade von der Udo Lindenberg Konzerte, weiß ich jetzt nicht. Da freue ich mich, wenn du nachher ein bisschen darüber erzählst. Aber ich denke, dass viele vielleicht nicht so vieles wissen, über wo du eigentlich herkommst und aus was für eine Familie du eigentlich stammst. Magst du ein bisschen berichten? Ja, klar. Also geboren in Papenburg im Emsland, kennt man von der Meierwerft. Die meisten kennen die Meierwerft, die große Werft, die diese ganzen großen Schiffe da herstellt oder baut. Und bin aber dann sehr zügig von meinen Eltern über die Grenze geschafft worden nach Ostfriesland. Und deshalb, was nur 3-4 Kilometer Entfernung ist. Und dort bin ich dann aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde namens Völlen. Und der Ort, in dem ich wirklich dann aufgewachsen bin, hieß Völlener Feen. Und da wohnten damals, ich schätze mal, vielleicht so, weiß ich nicht, 1800 Leute, Haushalte. Und ja, da bin ich dann mit Musik in Berührung gekommen. Mein Vater hat immer Musik gemacht. Er war Tanzmusiker, hat jedes Wochenende gespielt. Quetsche sage ich jetzt schon als Kölner, ne? Also, wie heißt denn das? Akkordeon und Gesang. Er hatte eine sehr schöne Gesangsstimme. Und die Leute wollten, also es gab Leute, die haben versucht, ihn aufzubauen als so eine Art neuen Freddie Quinn. Kennst du Freddie Quinn? Klar. Ja, okay. Obwohl ich keine Deutsche bin und nicht hier groß geworden bin. Selbst ihn kenne ich. Dann frage ich. Und, ja, und er hat aber irgendwie nicht den Mumm gehabt, den Mut gehabt, das wirklich auszuprobieren, hatte Angst, seinen Job zu verlieren und so weiter. Mhm. Er war ja in der Fabrik und hat also irgendwelche Teile zusammen, also gedreht, die dann für irgendwelche Maschinen benutzt wurden. Und hatte einfach damals natürlich auch letztlich immer noch so ein bisschen in der Nachkriegszeit dann auch Angst, dass er seinen Job verliert. Und sich nie getraut. Ich glaube, das war auch der Grund, weshalb er dann später sagt, er immer, wenn du Musiker werden willst, dann hast du meinen Segen. Aber dann siehst du, dass das auch funktioniert und tu was dafür. Und ja, also meine Eltern haben mich immer
sehr, sehr unterstützt. Und ohne die Unterstützung wäre ich niemals dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Niemals. Ah, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hast du Unterstützung bekommen oder waren die eher dagegen? Nee, überhaupt nicht. Die haben das immer unterstützt. Die sind auch ständig aufgetaucht bei Konzerten. Egal mit wem, egal wo. Die kamen dann auch immer mal vorbei und so. Das war immer super spannend. Das waren immer eigentlich die stressigsten Konzerte, wenn ich wusste, oh, heute kommen meine Eltern. Ja, das kenne ich. Das kennst du natürlich auch. Da muss man, da ist so eine Hab-Acht-Stellung und dann will man, dass alles reibungslos ist, alles perfekt läuft. Nicht nur der Gig, sondern eben auch das Drumherum, Backstage, dass es da kein, weiß ich nicht, damit das alles schön smooth läuft für die Eltern dann. Ne? Ja. Ja. Naja, die sind natürlich stolz wie Harry, weil du hast es sowas von geschafft. Ich meine, nicht viele haben die Position einnehmen können, die du eingenommen hast. Du hast wirklich mit wunderbaren Projekten gespielt, bist unterwegs mit Bab, mit Udo Lindenberg, wie ich vorhin schon sagte. Machst du auch noch eigene Sachen? Hast du noch eigene Projekte oder ist das eher... Also das letzte echte Projekt, das war tatsächlich Paint the Town dann. Ja. Entstand ja aus Klischee Noir. Da haben wir immer versucht, wir wollten natürlich Megastars werden. Wir wollten alles abräumen. Und wir hatten auch eigentlich die Songs und wir hatten auch die Band. Aber es war unheimlich schwierig, zu dem Zeitpunkt für uns zumindest einen Plattenvertrag zu bekommen. Mhm. Wir sind damals angefangen, im Prinzip zu einer ähnlichen Zeit wie Fury the Slaughterhouse, die ja jetzt gerade zur Zeit die Stadien bespielen. Und wir hatten beide, die Furies und wir hatten so einen Seitenartikel im Fachblatt. Das war damals ja das Musikmagazin. Und irgendwie haben wir es nicht zu einem Deal bekommen. Wir standen immer kurz vor einem Deal. Wir waren mit allen möglichen Plattenfirmen und wir hatten Produzenten, die das wollten. Aber am Ende des Tages haben wir keinen Vertrag bekommen und haben dann irgendwann einsehen müssen, dass wir das auch nicht mehr hinkriegen werden. Mhm. Fing das an zu bröseln, wie das in so einer Band halt ist, wenn man merkt, da ist nicht mehr so richtig die Perspektive da. Hm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch schon dann von Wolf Mahn die Anfrage bekommen, ob ich Lust habe, da mitzumachen. Zuerst nur auf Tourneen, später dann auch bei Alben und Recordings. Und gleichzeitig passierte auch LSE, diese All-Star Köln. Und und so ging das dann los, dass ich tatsächlich professionell und gut ausgestattet irgendwie meinen Job dann machen konnte. Das ist interessant, ne, wie das Leben so führt, dass du eigentlich was anderes vorhattest. Also ich hatte ja Vocaleros, wir haben ja einen Plattendeal gehabt, ja, auch mit Playing Games damals und wir waren auch in den Charts und ähnliche Geschichte wie du. Wir waren damals mit Vocaleros beim Jürgen von der Lippe. Mit den Wise Guys zusammen. Wir waren beide Newcomer. Und die Wise Guys, jeder kennt die, logisch. Und wir haben eine Nische bedient, 8 Jahre lang. Wir haben unheimlich viel erlebt, aber wir haben eben auch nicht diesen riesen Durchbruch gehabt. Und dann ist es auch weggeplätschert. Und im Nachhinein denke ich für mich, dass das alles irgendwie, ich sage jetzt mal aus unsichtbarer Hand, alles wunderbar orchestriert wird. Und man dann anderes in sich entdeckt, was man dann macht. Und ich nenne das jetzt einfach mal Spiritualität. Und ich wollte dich fragen, wie siehst du das? Wie stehst du zu dem Thema und dem Leben? Und was bedeutet das für dich? Hat es einen Raum? Oder sagst du, finde ich alles Quatsch, interessiert mich nicht? Oder? Nee, also es ist tatsächlich auch so bei mir, dass ich auch, es ist ja eigentlich ganz einfach, da man ja nicht rausbekommt, was passiert wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Ist es ja auch erstens mal ratsam, dass man sagt, so wie es gelaufen ist, ist es auch gut. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich aus tiefstem Gefühl heraus sagen kann, so wie es gelaufen ist, ist das alles ganz richtig, muss ich ehrlich sagen. Damals war es für mich ja schwer, die Entscheidung. Ich wusste, ich muss raus aus Ostfriesland. Ich hatte da mit allen gespielt und die Frage war, wo gehst du jetzt hin? Und Hamburg war eine Möglichkeit, natürlich, weil ich ja da aus der Gegend, aus der Ecke komme praktisch. Und dann wurde mir aber Köln empfohlen und rückblickend, glaube ich, war das, was heißt eine gute Entscheidung? Ich nenne es besser mal eine gute Fügung, weil so entschieden wurde das gar nicht von mir. Ein Kumpel von mir sagte,
Ich studiere dann auch da in Köln. Wir können zusammen uns eine Bude suchen. Meine Freundin hat mich unterstützt und sagte, komm, wir ziehen jetzt erstmal nach Köln und dann wird das schon. Und also das war jetzt noch nicht mal eine echte Entscheidung, die ich selbst und alleine getroffen habe, sondern das war so eine Art Fügung. So eine, das, man muss ja immer so ein bisschen mit dem Flow gehen. Also ich glaube schon daran, dass man ein bisschen in sich reinhorcht und ein bisschen so das Gelände sondiert und dass man dann auch eher aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen sollte. Also ich habe es jedenfalls meistens so gemacht, als da jetzt zu lange drüber nachzugrübeln zum Beispiel. Ich glaube, dann kommen Einflüsse eher zu einem und raten insgeheim vielleicht irgendetwas, als wenn man selber so verkrampft mit Zetteln rumrennt und Pros und Kontras und so weiter aufschreibt. Mhm. Mal gucken, was passiert, wenn man seinem Instinkt folgt, sage ich mal. Ja, schön. Bei dir hat es auf jeden Fall super geklappt. Ja. Du gehörst zu den Glückspilzen. Ja, bei mir auch. Ich habe auch wirklich ein sehr erfülltes Leben und könnte vieles berichten, ja. über was ich erlebt habe. Also, absolut. Was mich ja faszinierte, als wir uns kennengelernt haben, irgendwann hast du mal erzählt, dass du ja schon bei Hermann van Veen auf dem Schoß gesessen hast als Kind. Das stimmt, ne? Das hast du mir mal erzählt. Also ob ich bei ihm auf dem Schoß saß, weiß ich nicht mehr. Das kann gut sein, aber ich habe auf jeden Fall für ihn gesungen, ja, als kleines Mädchen, da war ich 8. Und ja. War dein Vater nicht in der Band oder irgendwie so? Mein Vater war sein Produzent, der hat ihn quasi irgendwo entdeckt, in einer Kneipe oder so hat er ihn entdeckt und hat den Auftrag bekommen, ihn zu produzieren. Und er war 10 Jahre lang sein Anfänger-Producer und hat ihn dann groß gemacht, also ja, letztendlich hat Hermann das selber, aber mein Vater hat das produziert, arrangiert und alles. Und da lag es nahe, dass Kinderstimmen, die gebraucht wurden an bestimmten Stellen, er natürlich seine Kinder genommen hat. Und eins war ich, ja, ich hatte ja auch Talent. Und ich nachts aus dem Bett geholt, mitten in der Nacht. So, jetzt sing und du musst lustig sein. Und ich war überhaupt nicht lustig, ich habe mir in die Hose gemacht. Und das hört man auch, das ist richtig so ein bisschen teilweise zitterig. Und aber... Genau, ich bin jetzt verewigt mit Hermann van Veen. Ja, und der Witz ist ja der, dass ich schon sehr früh, ich weiß nicht, wie alt war ich denn damals, na gut, so früh war das nicht mehr, aber ich war nur in Ostfriesland, da hatte ich so eine echte Hermann van Veen-Phase, wo ich das faszinierend fand, die Texte von dem, natürlich auch den Akzent, der das alles ein bisschen exotischer machte und die ganze Art, wie er auch seine, ich habe das immer nur im Fernsehen gesehen, aber wie er seine Konzerte aufgebaut hat, es hatte ja durchaus was von Theater und auch so ein bisschen was von Progressive Rock oder Pop oder wie auch immer, anspruchsvoll halt. Und das hat mich immer total fasziniert an dem. Und auf der anderen Seite war dann eben in Deutschland dann der Udo. Ne? Und da habe ich mich so dann entlang gehangelt, auch so ein bisschen als Idee für Songwriting und so weiter. Okay. Ja, den fand ich immer schon toll, muss ich sagen. Ja, der hatte sehr berührende Texte, also hat, der lebt ja noch, der macht ja immer noch. Der hat auch, der war ja auch Clown, ne? Und Geigenspieler und sehr vielseitiger Künstler, fantastisch. Und der hat unheimlich tolle Projekte ins Leben gerufen, also wirklich Hut ab, sehr, sehr auch schön. Diese Kindersachen, heißt ja nicht Quack, der Frosch, Quack, der Frosch oder sowas. Alfred Jodokus Quark, glaube ich, oder so. Ebenso. Quack. Ja. In der Serie entfernt, glaube ich, auch. Ne? Ja. Naja, also schon, wie soll man sagen, Gesamtkunstwerke. Ja, Holland ist also Niederlande, meine Heimat, ist ja echt ein Kinderland. Da sind ganz tolle Kinderprojekte. Hast du nie überlegt, mal was für Kinder zu machen? Mal Songs oder zu schreiben? Habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich gar keine Kinder habe. Und dass ich, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß, was noch alles kommt. Wer weiß, ja, schön. Also im Moment bin ich dabei und im Moment heißt tatsächlich in den letzten 10 Jahren bin ich ja immer noch dabei, dass ich deutschsprachige Songs schreibe, die ich selber singe und wo ich auch vieles selber spiele. Naja, und das will ich natürlich auch irgendwann mal veröffentlichen. Und das... Und da gibt es Gigs? Gibt es da Gigs oder irgendwas, womit du das machst? Oder? Oh, noch nicht. Ich schreibe Songs, nehme die auf und würde die dann irgendwann auch ganz gerne mal veröffentlichen. Das erzähle ich. Ja.
Und da gibt es auch viele Leute, die sagen, ja, dann mach doch endlich mal. Aber irgendwie ist es immer noch nicht so, dass ich, es ist viel schwieriger, wenn man mit der eigenen Stimme und den eigenen Texten vor die Leute tritt, ist viel schwieriger, als wenn du dir einfach eine Gitarre umhängst und der andere Typ singt seinen Kram, weißt du? Absolut. Und das ist einfach eine ganz andere Kiste und deshalb bin ich da immer noch so ein bisschen verhalten, wenn es um Entscheidungen geht. Also das kenne ich gut. Ich habe damals auch lange gezögert, ob ich es mache. Ich habe ja, ich war ja auch Side-Woman, würde ich sagen, lange Zeit. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe diese Gabe. Wie überwinde ich die? Und dann habe ich tatsächlich meine wunderbare Freundin, Kollegin Amy Entin aus Köln angerufen. Die hat dieses Room for Peace. Und ich habe ihr dann gesagt, so, der nächste Gast bin ich. Die ist vom Stuhl gefallen. Die hat gesagt, das gibt's ja gar nicht, endlich. Ja. Und dann musste ich 2 Monate später musste ich auf die Bühne. Und ich musste ein Programm haben mit eigenen Songs und alles. Und ich habe mich richtig unter Druck gesetzt, damit ich das Baby gebäre. Ja, das ist ja oft eine sehr gute Idee. Ja. Sich und einfach so weit Fenster raushängen, dass man nicht wieder zurück kann. Ja, da stand es in der Presse, weißt du, was willst du machen? Und dann habe ich mich halt da auf die Bühne begeben und habe gemerkt, wie toll das ist und wie viel Spaß das macht. Und ich habe immer gedacht, ich wäre langweilig für eine ganze Show. Aber gut, es ist immer Geschmackssache, wann wem langweilig ist. Aber mittlerweile mache ich das schon lange. Und ich bin super froh. Also ich kann dir nur sagen, pack deinen Hut und leg los. Weil ich meine, es gibt so viele Leute, die dich lieben und die werden sich mit Sicherheit freuen, wenn du da rauskommst damit. Ja, das ist etwas, da muss ich nochmal tatsächlich, glaube ich, dran arbeiten. Ich habe es ja schon gemacht. Ich habe schon eine Nummer immerhin, habe ich schon mal live im Gloria mit Wolf Mahn und mit der Band von Wolf auch gespielt. Okay. Der eine Nummer von mir auf Deutsch. Und ich habe auch schon hier und da als Gast bei Leuten gesungen, Akustikgitarre gespielt, meine eigenen Songs auch gesungen. Und vorbereitet wurde das ja alles durch mein Duo mit der Inga Rumpf. Das hast du vielleicht auch, ja auch mitbekommen. Und die hat ja irgendwann mal gesagt, Helmut, du musst mehr singen. Ich dachte, aber wie soll denn das gehen? Und dann sagt Inga Rumpf, sagte, weißt du was, wir machen du. Cool. Dann kannst du dich nicht mehr rausreden. Cool. Gut, dann lass uns ein Duo machen. Dann haben wir ziemlich viele Konzerte bundesweit gespielt auch. Und da habe ich dann auch einen ganzen Haufen Songs dann Lead Vocal gesungen. Wir funktionieren auch unheimlich schön im Duett, wenn wir zu zweit zweistimmig singen und so. Inga war auch immer eine Heldin von mir und verrückt, was man dann alles so erlebt, wenn man lange genug dabei bleibt und sich dann natürlich auch schon ein bisschen Mühe gibt und versucht, das, was man macht, möglichst richtig und gut zu machen. Ja, Inga ist eine geniale Sängerin, ne? Grandios. Oh. Ja, fantastisch. Ja. Ja, also ich drücke dir die Daumen, dass du den Mut hast und du hast ja dann schon eigentlich schon ganz viel gemacht. Da kannst du auch daraus schöpfen, wie das sich angefühlt hat. Ja, ja, natürlich. Und das fühlt sich eigentlich sehr gut an. Ja. Aber ich bin nämlich kritisch, wenn es um meinen eigenen Kram geht, bin ich, also das ist schon, wie heißt denn das? Das ist schon fast... Überperfektionistisch. Ja, wobei ich ja überhaupt kein Interesse habe an so einem handwerklichen Perfektionismus. Was mich interessiert, ist so ein emotionaler Perfektionismus, dass man wirklich den Punkt genau trifft, den man treffen will, also jetzt emotional gesehen. Mhm. Und ich habe da ein paar Sachen, da würde ich sagen, ja, Helmut, das hast du da hinbekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit weiterhin umgehe. Bist du ein First-Take-Mensch oder eher jemand, der eine Weile braucht? Und nein. Ich bin viel eher ein First-Take-Typ als jemand, der jetzt da rumbaldowert und nee, müssen wir mal machen und so gar nicht. Ja. Also die meisten Platten, die ich aufgenommen habe, die haben immer so funktioniert. Man macht einen Take, man macht einen zweiten und vielleicht einen dritten und dann ist das dann auch der Punkt. Mhm. Also das ist viel mehr meine Grundeinstellung zum Musikmachen, ist eigentlich, tun ein paar Leute in den Raum, und dann sieh zu, dass du möglichst schnell an den Punkt kommst, wo etwas Echtes passiert. Und wenn das passiert, das kennst du auch, 4. Take, 5. Take, dann irgendwann weiß man schon, was man macht. Und irgendwann nutzt es sich leicht ab. Und dann kommen so die ganzen Takes, die niemand mehr braucht. Mhm. Also ich denke,
Man sollte versuchen, zügig und konzentriert vorzugehen. Und dann, wenn man den Punkt hat, wo das emotional gesehen alles stimmt, dann ist das ein guter Punkt. Und dann ist es auch nicht weiter schlimm, ob da irgendwo ein Akkord unsauber ist oder womöglich ein falscher Ton gespielt wird. Weil auf unseren Lieblingsplatten, da ist es ja sehr oft so, dass da gerade die Dinge, die merkwürdig sind, dass man da sagt, ja, das ist geil, die Stimme. Aber viele Musiker haben nicht den Mut, wenn sie selber im Studio sind, das dann auch bei sich zuzulassen, weil die dann wieder anfangen zu denken, was sollen die Kollegen denn denken, wenn die das hören? Guck mal, find, falscher Ansatz. Die Musikerpolizei, ja. Ja, natürlich ist das ein falscher Ansatz, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe auch Takes zu Hause gesungen, weil du ohne Zeitdruck zu Hause ganz anders arbeiten kannst. Und die sind von der Qualität her nicht so gewesen, wie wenn ich das im Hansa-Haus in Bonn gemacht habe. Ich habe die trotzdem benutzt, weil ich sagte, da war dann diese gewisse Magic drin, von der du sprichst. Ja. Ich habe zum Beispiel tatsächlich auch bei Bab auf dem ein oder anderen Album gibt es Gitarren-Soli. Die habe ich für die Demos, die ich aufgenommen habe, zu den Songs, habe ich dann das Solo genommen, dass ich zu Hause mit meinem iMac irgendwie Stecker reingespielt, die wurden dann überspielt und dann wurden die für das Album benutzt, weil ich diese Magie aus diesem Moment A, nicht mehr hinbekommen hätte, wusste ich, und B, hatte ich überhaupt keine Lust, daran zu arbeiten, das wieder hinzukriegen, weil da war schon alles da. Ja. Und es geht immer um den Moment, um den möglichst wahrhaftigen, sage ich mal, Moment, in dem etwas passiert, das man selbst nicht mehr steuern kann. Mhm. Ja, schön. Ja. Ja. Kannst du dich jetzt erinnern an einen Moment, wo du das auf der Bühne hattest? War das jetzt vielleicht beim Udo so? Oder gibt es so Momente, wo du das Gefühl hast, da öffnet sich? Ich kenne das, dass jeder zur gleichen Zeit auf einmal etwas macht, wo du denkst, wie kann denn das passiert sein? So, ganz genau. Ne? Und jetzt beim Udo ist es ja so, ganz kurz, um das noch mal zu erklären, die riefen mich an, kannst du morgen da sein? Der Gitarrist, der wunderbare Jörg Sander, hatte ein Problem mit seinem Finger, ein ziemlich starkes Problem mit seinem Finger. Und die waren mitten in den Proben und es sollten Warm-ups gespielt werden und die Tour kam immer näher. Und dann haben die mich gefragt und dann bin ich dahin, das ist jetzt die kurze Version, ich bin einfach dann hin, habe mich dann vorbereitet, habe mit denen, am Ende des Tages, wenn es hochkommt, einen Tag geprobt. Und dann habe ich zwei Warm-up-Shows, komplette Shows gespielt. Und das war natürlich ein Wahnsinnsmoment für mich, völlig klar, wo du dann, wie ich, die ganze Zeit denkst, nicht drüber nachdenken. Wer singt da gerade? Nicht drüber nachdenken und so weiter. Und das hat wunderbar funktioniert. Die erste Show fand ich wirklich gut. Ich glaube, alle fanden die gut. Und die zweite Show war ziemlich geil. Und dann hat sich der Finger erholt vom Jörg so langsam, was ja sehr schön ist, weil niemand möchte diesen Gig nicht mehr haben, wenn er einmal gehabt hat. Das habe ich auch selber gemerkt. Ich dachte, ja, so soll das jetzt immer sein. Aber ich war jetzt nochmal in der Köln Arena als Gast und habe da auch eine Nummer gespielt. Aber da ist natürlich nicht so, dass da jetzt, wie soll ich sagen, so die echte Magic, die entsteht dann, wenn man mit Musikern schon lange zusammenspielt, mein Eindruck, also schon öfter zusammenspielt und wenn man sich besser kennenlernt und wenn man die Eigenarten kennt und so weiter. Und dann passieren so Sachen, und das habe ich zum Beispiel unter anderem auch bei Bab gehabt, bei einigen Konzerten, wo man dann merkte, das ist jetzt mehr als die Summe der Teile. Ja? Und dann auch mit Inga. Wir haben ja auch mit Inga und Band gespielt. Und mit Werner Kopal, Michael Nass, beide ja von Bab, dann wunderbare Robin Fuhrmann, jetzt nach der Hochzeit Mac Min und Inga. Da gab es auch diese Momente, wo alles stimmte und noch mehr dazu kam. Ne? Also nicht nur, dass alles richtig und perfekt war, sage ich jetzt mal, sondern dass da noch von irgendwo was angeflogen kommt,
das dann nochmal etwas dazu tut, was kein Einzelner von uns dann leisten könnte. So. Mhm. Ja, das ist schon, dafür machen wir es doch. Also ich meine, es gibt immer wieder Momente auf der Bühne, vor allen Dingen auf der Bühne, wo man dann denkt, ja, dafür hat sich die ganze Schufterei wieder mal gelohnt. Weil manchmal hast du ja auch auf einer Tour, was weiß ich, spielst du 4, 5, 6, 7 Shows und denkst, okay, das ist alles gut und schön, aber so ein bisschen Arbeit und das stimmt noch nicht so ganz. Und dann irgendwann machst du plötzlich Peng und alles ist genau so, wie es sein soll. Das sind die tollen Momente. Ja, schön. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Kann ich komplett was mit anfangen. Okay. Komplett was mit anfangen, ja. Okay, schön. Ja, ich meine, gerade wenn du Realist bist, gerade in der heutigen Zeit, wenn du Realist bist, dann bleibt dir, also dann musst du doch einfach auch an Wunder glauben, weil sonst verzweifelst du. Yes. Also hier und da mal so ein Wunder kann durchaus gerne mal um die Ecke kommen. Und das passiert ja manchmal auch. Also ich habe schon auch ein paar Erlebnisse gehabt. Und jetzt nage mich nicht fest, was das genau war. Aber ich weiß, dass ich schon Situationen hatte, wo ich dachte, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich so kommt, wie ich mir das vehement erhofft habe. Und das kann man dann ja durchaus schon mal zumindest als ein Wunderleid oder so bezeichnen. Ja, schön. Dein Lebensmotto, Maestro. Hast du ein Lebensmotto? Also, was mir jetzt spontan einfällt, ist, lass die anderen so, wie sie sind und sorg dafür, dass auch du so bleiben kannst, wie du bist. Sehr schön. Also das ist etwas, das ich, das glaube ich, so mein ganzes Leben begleitet hat, diese Grundeinstellung. Das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter. Mhm. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, pass mal auf, Helmut, egal wer dir gegenübersteht, geh erstmal davon aus, dass die Person in Ordnung ist. Und dann hast du eine lange Pause gemacht und wenn du raus bist, die ist nicht in Ordnung, dann kann die auch wieder weg. Super, schön. Ja. Und so hat sie auch gelebt. Also ich habe meine Mutter immer als total empathische, offene Frau bis zu ihrem Schluss erlebt, auch in den Krankenhäusern und so weiter, wo sie war. Das war immer wieder unglaublich schön anzusehen, wie sie mit dem Personal umgegangen ist, selbst wenn es ihr noch so schlecht ging. Und ich habe sie aber auch erlebt, wenn sie dann entschieden hat, nee, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben. Dann hat die auch direkt, ohne jedes Erbarmen, hat die dann Cut gemacht, gesagt, das brauche ich jetzt ja nicht, warum soll ich mich denn da jetzt ärgern oder mich so weiter und so fort. Und ich habe es vielleicht von ihr, genau diese Einstellung. Und damit fahre ich ganz gut und damit habe ich es eben auch geschafft, immerhin zweimal schon für 20 Jahre mit einer und derselben Frau zusammen zu sein. Ne? Und mit der zweiten bin ich immer noch zusammen und das wird auch so bleiben. Da gehe ich einfach mal aus. Und es liegt auch daran, dass wir uns gegenseitig auch schon so lassen, wie wir sind. Auch wenn es manchmal so einfach ist. Aber diese Grundeinstellung, die haben wir beide. Es macht keinen Sinn, darum zu schrauben am anderen und den irgendwie umbauen zu wollen, dann soll man sich direkt jemand anders suchen. Und das funktioniert gut. Und das ist, glaube ich, so eine der Sachen, die ich so verinnerlicht habe. Auch bei völlig Fremden, die mir entgegenkommen, mit denen ich irgendwas zu tun habe. Alles gut, die sollen so bleiben, wie sie sind. Und ich möchte die gerne kennenlernen. Und wenn ich dann merke, da sind auch Dinge, die ich jetzt nicht ganz so spannend finde und nicht ganz so toll, dann ist es immer noch eine Abwägung, bevor ich denen sage, dass sie was ändern sollen, lasse ich die lieber erstmal einfach so, wie sie sind. Und guck mir mal an, wie sich die Dinge entwickeln, sagen wir mal so. Das funktioniert oft, aber auch nicht immer, ist auch klar. Ja, klar. Ja, schön, dann hast deine Mutter hat dir super Klarheit damit gegeben, ne? Sehr schön. Absolut, absolut. Also ganz, ganz toll. Und sie hat einfach auch unheimliches Vertrauen in mich gesetzt und ist, glaube ich, auch nicht enttäuscht worden. Als sie dann gestorben ist, waren wir beide, glaube ich, richtig an einem Punkt, wo wir, wo keine Fragen mehr offen waren, wo wir komplett beieinander waren.
Super. Ja, und wie gesagt, also ich habe ganz viel von meiner Mutter und auch ganz viel von meinem Vater. Alles, diese ganze Musikalität und diese Liebe zum Gesang und so weiter, das habe ich alles von meinem Vater. Und auch, ich sag mal, die Stringenz, wenn mir irgendwas wirklich nicht passt, das dann auch äußerst vehement zum Vortrag bringen zu können. Das habe ich auch von meinem Vater. Okay. Das habe ich bei dir noch nicht kennengelernt, aber so oft haben wir uns gar nicht gesehen. Das ist auch selten. Okay, was bringt dich zum Lachen? Was bringt mich zum Lachen? Ich lache oft und gern, aber worüber? Lass mich mal nachdenken. Schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Hm. Ich könnte jetzt sagen, guter Witz oder so, aber ich bin jetzt kein Witzeerzähler und man muss auch nicht ständig immer Witze erzählen. Aber was bringt mich zum Lachen? Vielleicht so Alltagssituationen, die irgendwie in sich komisch sind, die unfreiwillig komisch sind, sagen wir mal so. Mhm. Also wenn du dir zum Beispiel den Film Spinal Tap anguckst, den du sicher kennst. Absolut. Dann ist das ein Film, wo ich von vorne bis hinten kreischend auf dem Boden liege, weil es ist genau das, was wir ja tagtäglich auch im Business erleben. Ein bisschen überspitzt vielleicht, aber gar nicht so viel. Und da finde ich, haben die schön die Komik im realen Leben, in diesem Musikgeschäft, sehr schön eingefangen. Hm. Und es gibt ja tatsächlich Bands, wenn du die siehst, dann weißt du gar nicht, ist das jetzt auch Realsatire oder meine ich das wirklich ernst? Das gibt es ja alles. Ne? Ja, ja. Also über komische Situationen in alltäglichen Momenten, das finde ich, glaube ich, dann auch meistens irgendwie wirklich sehr amüsant. Und auch bei mir selber übrigens. Dass ich schon über mich gelacht habe. Okay, war sehr gut. Schön. Ja. Was möchtest du gerne den Zuschauern mitteilen, die dieses Video sehen von dir? Was mir spontan einfällt, ist, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, jetzt wo es nach Corona, um dieses Wort nochmal zu benutzen, wieder losgeht, dass die Leute es wirklich lieben und es auch offensichtlich brauchen, genauso wie wir Musiker auf der Bühne, Musikerinnen auf der Bühne. Wir brauchen das, wir brauchen diesen Austausch und diesen Zusammenhalt. Und das läuft alles über Musik. Und Musik ist ja, wie soll ich sagen, ist ja kein Diskurs. Da wird ja nichts verhandelt, sondern da geht es darum, im Gegensatz zu vielen anderen Situationen gerade, wird da nichts verhandelt, sondern da geht es darum, dass man sich nahe ist und dass man positive Dinge austauscht. Und da würde ich sagen, super, bleibt da dran, kommt zu den Konzerten, lasst uns zusammen etwas gegenstellen oder entgegenstellen der derzeitigen Misere, in der wir ja alle auf die eine oder andere Art und Weise verstrickt sind, die ständig in unseren Köpfen ist. Also bei allem Tollen und Positiven, was wir jetzt gerade wieder erleben, der Sommer kommt und so weiter, weiß ja jeder von uns auch, was gleichzeitig woanders passiert. Und deshalb ist es vielleicht sogar so eine Art Auftrag für uns, finde ich, dass wir das Gute und Positive dann auch mal zelebrieren, weil wir brauchen auch diese Gegenkraft zu dem ganzen Destruktiven, was überall oder sehr viel stattfindet. Hm. Ja, schön, super. Sehr schön. Ja, und jetzt fange ich an, dich zu interviewen, oder was? Ja, wenn du willst. Nein, das ist nicht der Plan, aber das können wir gerne mal machen. Da sitzen wir drei Tage. Ja, dann können wir mal eine Folge machen. So eine Folge, wo ich dich mal interviewe, weil ich weiß ja auch nicht viel über dich, seitdem wir uns das letzte Mal sozusagen gesehen haben. Wir haben uns ja nochmal getroffen. Wir haben uns bei John Lord gesehen, weißt du noch? Das war das letzte Mal live. Ja. Tatsächlich, ne? Ja, da warst du dann irgendwie bei dem Feier da draußen. Ja, das war... Bless you, man. Ja, John Lord, what a gentleman. Und ich war dann ja tatsächlich noch im Hotel, genau. Wo ja der Georg, der hatte ja noch Geburtstag, ne? Johns Manager zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ja. Und da war ich ja noch live dabei, wie die Frieda, sage ich mal, Anna Fried heißt sie, glaube ich, ne? Die Frieda, aber
wie die dann ja Happy Birthday to You für John gesungen hat. Da stand ich 2 Meter von entfernt. Das war magisch. Ja, das für dich. Moment, okay. Dafür hat sich das ganze Schuften doch gelohnt. Weißt du? Okay. Das war toll. Ja. Okay. Ich habe mich super gefreut, dass du hier auch Gast bist in meinem Talk und ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg und vor allem ganz viel Freude und einen kleinen Tritt in den Hintern für dein eigenes Projekt. Sehr gut, das kannst du ruhig so sagen, den habe ich nämlich echt nötig, glaube ich. Okay, well, ich bin gerne ein Tritt in den Hinterperson und ich gebe dir den hier mit und wenn du einen Hänger hast, melde dich, ich trete gerne weiter. Amea, Amea, yeah.